Hallo, liebe Actionfreunde. Heute melde ich mich mit einem Lebenszeichen von Bruce Willis. Der hatte zuletzt die Streifen Anti-Life und Cosmic Sin auf den Weg gebracht. Keine guten Filme, aber immerhin prangte hier die Charakterklatze von Bruce Willis nicht aus Fanverarsche-Gründen auf dem Cover. Denn der Actionstar hatte hier tatsächlich wichtige, filmtragende Rollen inne. Und er schien sogar Spaß daran zu haben, mal wieder richtig zu spielen. Wer nun aber glaubte, mit diesen für die Produzenten von 308 End auf den Weg gebrachten Streifen sei die unselige Verbindung von Bruce Willis und Emmett Fowler und Oasis beendet. Mehr Informationen dazu da oben. Der saß sich schon bei dem Streifen Midnight in the Switchgrass getäuscht. Der Thriller entpuppte sich zwar als atmosphärisch-stimmische Serienkillerjagd, war aber nicht wegen, sondern trotz Bruce Willis durchaus ansehbar. Der Mime verabschiedete sich hier im Übrigen im gewohnten Emmett Fowler und Oasis-Stil ungefähr zur Filmmitte aus dem Streifen. Dem Zuschauer konnte es insofern egal sein, dass dank Megan Fox und einem wirklich irre stark aufspielenden Lucas Haas einem der Bruce Willis sowieso kackegal war in dem Film. Nach diesem Null-Bock-Auftritt legte Bruce Willis direkt nach. Für Emmett, Fowler und Oasis rotzte er diesmal den wundervoll generisch betitelten Out of Death vor die Füße der letzten noch verbliebenen Fans. Freut euch! In dem Thriller-Versuch dreht sich alles um Shannon. Die ist in einer entlegenen Gegend unterwegs, um die Asche ihres jüngst verstorbenen Vaters zu verstreuen. Dabei wird sie Zeugin, wie eine Polizistin einem wenig sympathisch wirkenden Kerl von hinten in den Schädel ballert. Dass nicht einmal ein Warnschuss dem Fangschuss vorausging, lässt die Fotojournalistin instinktiv zu ihrem Fotoapparat greifen. Natürlich wird sie beim Fotografieren entdeckt und festgesetzt. Die Polizistin versucht zwar, Shannon zu beschwichtigen, entpuppt sich aber alsbald als durch und durch korrupt, wie auch der herbeigerufene Kollege. Shannon beschließt, die Flucht nach vorne anzutreten. Dabei läuft sie dem frühzeitig pensionierten Cop Jack über den Weg, der in der Gegend den Krebstod seiner Frau verarbeiten möchte. Er beschließt, Shannon dabei zu helfen, lebendig aus der Situation herauszukommen. Ja, liebe Actionfreunde, so spannend wie der Plot jetzt klang, ist er auch. Nichts an Out of Death hat man nicht schon zigfach erzählt bekommen, zumeist um ein Vielfaches interessanter und spannender. Der extrem langsam erzählte Thriller langweilt einen gefühlt von Minute 1 an mit viel zu viel egalem Gelaber und uninteressanten Figuren, die noch viel uninteressantere Sachen machen. Dazu kommt, dass die Erzählperspektive wohl aufregend oder frisch sein soll. Denn nachdem uns Out of Death Shannon als aufrechte Heldin präsentiert hat, lässt er sie einfach fallen und weicht fortan den korrupten Cops nicht mehr von der Seite. Gleichzeitig weiß er über die überhaupt nichts zu erzählen. Wer sind die? Warum sind die korrupt? Egal. Stattdessen hängen die nun ewig an ihren Funkgeräten oder an irgendwelchen Telefonen und erzählen sich, was sie alles machen wollen, um Shannon zu ergreifen. Sind die Laberschwelle dann irgendwann mal durchgestanden, darf Shannon auch mal wieder von links nach rechts durchs Bild humpeln und danach für die nächste Labertirade aus dem Film verschwinden. Dafür, dass das Cover zur DVD ausschließlich mit Shannon-Darstellerin Jamie King und Bruce Willis wirbt, spielen beide keine Rolle für den Film. Willis als Jack könnte man beispielsweise problemlos komplett aus dem Film rausschneiden, ohne dass das irgendwelche Auswirkungen hätte. Vermutlich würde der Film dadurch sogar besser werden. Denn mit welch gelangweilter Fresse der ehemalige Actionstar hier seine abgefuckt unwichtigen Dialoge raushaut, das muss man sich echt erstmal trauen. Ja? Also Wahnsinn. Dazu kommt, dass Willis in seinen rund 10 Minuten Screentime auch noch mindestens 3 bis 4 Minuten davon gedoubelt wird.
immer daran zu merken, dass die ansonsten eigentlich so halbwegs patente Kamera auf einmal nur noch Füße und Unterkörper filmt. Das passiert zumeist dann, wenn Willis Figur sich mal bewegen muss und kulminiert in einer Zu-Fuß-Verfolgungsjagd, bei der der Zuschauer ausschließlich rennende Füße und Beine zu sehen bekommt. Kein Scheiß, ja, kein Scheiß. Ich persönlich hätte ja noch irgendwie einen vor einer Rückprojektion wackelnden Kopf von Bruce Willis dagegen geschnitten. Einfach um die Illusion perfekt zu machen. Ja. Also, aber vermutlich hätten Emmett Fowler und Aces Willis dann irgendwie noch einen Drehtag bezahlen müssen. Und darauf hatten die offensichtlich keinen Bock. Und die hatten auch so schon irgendwie kaum einen müden Taler für Out of Death übrig. Ja. Die Zu-Fuß-Verfolgungsjagd ist die einzige Action-Szene im Film. Action-Szene. Der Rest ist wirklich statisches Abfeuern von eins, zwei Schüssen, rumstehen und ein bisschen wandern im Laubwald um die Ecke. Das aufwendigste Set bildet Bruce Willis Hütte am See, die aber keinerlei Schaden nehmen darf. Weshalb dort natürlich auch nichts steigt, was irgendwie mit Action zu tun haben könnte. Und Willis selbst trägt im Übrigen nichts zum Bodycount bei, der ohnehin wirklich extrem niedrigzahlig bleibt. Zu den billigen Schauplätzen gesellt sich dann eine im Nachgang schön auf billig getrimmte Optik. Denn irgendwer war der Meinung, dass es schick sein könnte, bei der Post-Production wirklich eine amtliche Farbkorrektur durchzuführen, und zwar in Richtung gar keine Farben. Die Folge ist ein monochromer, echt unschön anzusehender Bildermatsch. Und ja, also zumindest sind eins, zwei Songs, die unter diesem Bildermatsch zu hören sind, echt gut geworden oder echt sehr schön anzuhören. Man soll ja auch mal irgendwie was Gutes sagen. Und damit zu einem kleinen Fazit, dass ich mit einem Blick auf Steven Seagal beginnen möchte. Denn was haben wir Fans wirklich geschimpft, als der Film um Film abdrehte und vermehrt einen Scheiß auf Qualität zu geben schien? Aber der gute Steven, der prangte in allen Fällen wenigstens nicht grundlos auf den Covern seiner Streifen. Denn im Gegensatz zu Bruce Willis wusste der, dass ein Seagal-Film auch Steven Seagal enthalten sollte. Ein Bruce Willis hingegen bringt es teilweise nur noch auf 4, 5 Minuten Screentime. Und dennoch reicht sein Name aus, um den als Hauptdarsteller aufs Cover zu ziehen. Aber ganz ehrlich, Bruce, ja, keiner will Rotze wie Out of Death von einem ehemaligen Action-Superstar sehen. Wenn du keinen Bock mehr hast, dann lass es einfach. Versuch doch mal was anderes. Geh angeln. Ja? Verkaufe blutige Unterhemden bei eBay oder such dir eine Serie. Vielleicht lässt die dich die Lust am Schauspielen wiederentdecken. Wirklich, als Kirsche auf der Torte gönnt sich Out of Death dieser lustlose, stinkend langweilige Haufen Dreck und nach all dem ganzen zähen Gelaber auch noch wirklich einen vollkommen antiklimaktischen Showdown. Ja. Der will einem tatsächlich hinter verschlossenen Gardinen kämpfende Schemen und Umrisse von Menschen als spannend verkaufen, ja? Und provoziert wirklich nur noch höhnisches Gelächter oder vermute ich das noch viel eher, ein Schnarchen, ja? Von der heimischen Couch. Ein eben solcher Großlacher ist ein als die Jagd betitelter Abschnitt, der in Kapitel unterteilten Minimalstory von Out of Death. In dem Kapitel schaut man ungelogen nur irgendwelchen Fratzen zu, wie sie durch den Wald latschen und nichts anderes machen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich verstehe halt unter einer Jagd dann doch ein bisschen was anderes. Für derartige Albernheiten gibt es von mir ein halbes von 5 möglichen blutigen Bruce Willis-Unterhemden. Und damit ist der Film echt noch gut bedient. Über eine deutsche Veröffentlichung ist mir bislang noch nichts bekannt.
In England kann man den Streifen von dem Label Kaleidoscope Films Entertainment und Vertigo Releasing auf DVD und Blu-ray erstehen. Uncut mit einer Freigabe ab 15. Mehr Bruce Willis-Filme besprechen wir für euch auf actionfreunde.de. In unserem Forum liquid-love.de/forum wird zudem angeregt über die Qualität der aktuellen Willis-Filme diskutiert. Wir sehen uns da. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.